bin die Silke und das ist der Theo. Wir sind von Gorilla. Und wir laufen heute Wände hoch. So, jetzt machen wir Moves an der Wand. Wir fangen an mit dem Wallrun. Beim Wallrun ist es super wichtig, den Fuß nicht zu hoch zu setzen, sonst stoßt ihr euch nämlich nur ab und bremst euch. Und auch nicht zu niedrig zu setzen, weil sonst küsst ihr einmal die Wand. Ihr versucht auf Hüfthöhe, bisschen drunter, bisschen höher, das werdet ihr dann selber schon für euch fühlen, den Fuß anzusetzen und dann mit den Armen Schwung zu holen und hochzuspringen. Das macht ihr erstmal mit einem Schritt. Zack, wunderbar. Wenn ihr das gemacht habt, dann nehmt ihr mal ein paar Schritte mehr Anlauf. Beim Theo sieht man auch schon richtig gut, wie er die Arme mit hochnimmt und wie viel das auch bringt. Der zeigt das jetzt mal, wie das ohne Arme ausschauen würde. Da sieht man jetzt auch gut, dass er sich mit den Armen hätte abfangen können. Ohne Arme küsst du wieder die Wand. Dann versucht ihr mal, mit der Hand richtig weit hochzugreifen. Und wenn es da schon eine Kante gibt, dann greift da mal um und versucht euch festzuhalten. Dadurch, dass ihr hochlauft und euch irgendwo festhaltet, müsst ihr natürlich auch wieder runterdroppen. Das heißt, wir achten auch wieder hier auf eine schöne weiche Landung, um uns nicht zu verletzen. Benutzt auch hier wieder eure Arme, um euch abzufangen, wenn es nötig ist. Jetzt kommen wir zum Tic-Tac. Das ist, wenn wir uns schräg von der Wand abstoßen und dann irgendwo drüber springen oder irgendwo drauf landen. Das würde dann ungefähr so ausschauen. Yes. Als nächstes kommen wir zum 180. Das ist dann, wenn ihr gegen die Wand springt und genau in die gleiche Richtung wieder zurückspringt, von der ihr gekommen seid. Natürlich könnt ihr das Ganze auch mit zwei Füßen bzw. zwei Schritten probieren. Auch hier wieder darauf achten, dass ihr schön sanft landet und wenn nötig eure Hände benutzt. Und so macht ihr ganz einfach Walltricks. In the guitar player.